Das Thema der heutigen Woche ist Harmonie. Und da kann man sich natürlich fragen, was ist denn Harmonie eigentlich? Und es geht hier um die verborgene Harmonie. Es geht also nicht darum, dass man mit allen harmonisch ist und alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, sondern es geht darum, um die verborgene Harmonie, die allem unterliegt. Diese verborgene Harmonie, die lässt sich erreichen dadurch, dass wir nicht mehr kämpfen, dass wir aufhören zu kämpfen. Und zwar zunächst mal mit uns selber, das ist ja der liebste Kampfpartner normalerweise, mit sich selber zu kämpfen und sich dauernd zu sagen, das muss ich noch tun und das muss ich noch tun und hier muss ich mich verbessern. Und der andere Aspekt ist, mit anderen zu kämpfen. Das ist natürlich auch, dass wir so oft unnötig mit anderen Menschen kämpfen und dann auch mit dem Leben selbst kämpfen. Ich will nicht alt werden und warum bin ich jetzt krank und ne, diese Dinge. Das einfach das Leben ständig bekämpfen zu wollen. Also mit dem Kämpfen aufhören und die Dinge mit Stille und Liebe durchdringen lassen. Das Leben mit Stille und Liebe durchdringen lassen. So kommen wir zur verborgenen Harmonie. Die verborgene Harmonie ist also etwas sehr Tiefes, etwas, wo es viel Entspannung braucht, wo es Liebe braucht. Und deswegen werden wir eine Meditation machen, die die Liebe und die Stille einlädt. Die Meditation geht so, die hat drei Phasen. Die erste Phase, Entspannung. Tiefe Entspannung loslassen. In der zweiten Phase werden wir den Namen eines geliebten Menschen flüstern. Und das ist der Aspekt der Liebe. Das heißt, du lässt dich auf die Liebe ein. Du erinnerst dich an jemanden, den du wirklich liebst. Und diesen Namen flüsterst du, so als ob du ihn ins Ohr flüsterst. Der Name wird dann immer leiser und leiser und die Liebe zu ihm, die vibriert immer mehr in deinem Körper. Und dann flüstern wir den Namen von etwas, was dir heilig ist. Das mag ein Meister sein, das mag zum Beispiel Aum sein, das Wort Aum, das mag sein Jesus, Osho, was auch immer dir heilig ist, Liebe, Frieden, egal mit was du dich verbinden kannst. Und du flüsterst dann dieses Wort und bleibst in deiner gesamten Heiligkeit und lässt den Ton des Wortes und auch des Seins immer mehr verklingen, in dich eindringen, sodass du zu dieser verborgenen Harmonie von Stille und Liebe wirst. Und dann die dritte Phase ist Sitzen in Stille und Liebe, in der verborgenen Harmonie. Du kannst diese Meditation jederzeit machen, beim Aufstehen, beim Einschlafen oder auch zwischendrin. Einfach, wenn du dich ausruhen und wieder zurückbringen willst in den Zustand von Harmonie. Setze dich aufrecht hin und schließe deine Augen. Nimm einen tiefen Atemzug in den Bauch und atme lange aus. Wenn du ausatmest, lass den Bauch los. Und mit ihm die Hände, die Schultern, den Kiefer, die Augen, die Gesichtsmuskeln. Atme ruhig, harmonisch ein und aus. Und lass los, was loszulassen ist. Du brauchst nichts festhalten.
bist jetzt sicher. Hier und alles, was vorher war, spielt keine Rolle. Und auch was nachher sein wird, hat keine Bedeutung. Du bist jetzt hier, entspannst und beginnst, die verborgene Harmonie zu entdecken. Entspanne noch ein bisschen mehr. Lass los. Es ist so, als ob du in ein großes, harmonisches Meer aus Stille und Liebe fällst. Entspanne. Jetzt erinnere dich an einen geliebten Menschen. Empfinde die Liebe für ihn und wiederhole leise seinen Namen. Werde leiser und leiser, bis du ihn nur noch in dir vibrieren hörst. Öffne dich der Liebe. Und jetzt nimm ein heiliges Wort, etwas, was dich im tiefsten Innern berührt. Sprich es leise, empfinde es, fühle es, öffne dich für es und werde leiser und leiser und lass es in dir verklingen. Sinke in die verborgene Harmonie.
Jetzt sitze noch ein paar Minuten in Liebe und Stille. Im Alltag werde dir mehr und mehr der verborgenen Harmonie bewusst. Nimm Situationen wahr, in denen sie geschieht. Unterstütze sie mit Stille und Liebe in deinem Leben. Und wenn du jetzt gleich wieder zurückkommst, nimm die verborgene Harmonie mit. Behalte sie in dir, in deinem Körper, in deiner Bewusstheit. Bewege deine Hände, deine Arme, deinen Kopf und in deiner eigenen Geschwindigkeit öffne deine Augen.